Weil halt so viele Musiker da sind, hoffe ich, ich habe dann später einen richtigen Beruf gelernt, also bin Bierfahrer geworden. Und das war sehr komisch damals, wie ich als Bierfahrer gearbeitet habe. Da haben sie mir gemeint, ein Bierfahrer, der muss sich wahnsinnig auskennen mit dem Bier. Und da haben sie mich gefragt, was findest du für Bier am besten, das Bier oder das? Ich habe dann immer gesagt, das Freibier ist am besten. Aber das ist eigentlich, mittlerweile habe ich meine Meinung grundlegend geändert. Weil das liegt wahrscheinlich am Beruf, den ich dann danach ausgeübt habe. Weil die Leute glauben nämlich, so ein Musiker, der braucht nichts anderes wie Bier und Schnaps und Wein. Möglichst in Mengen, dass er ihm zu den Ohren rausläuft. Es kommt niemand auf die Idee und sagt, du hast 50 Euro, kauf dir Schuhe. Ich meine, muss ja das Bier auch zahlen. Ja, das ist wirklich wahr. Auf jeden Fall, es klingt sehr provokant, aber das Lied heißt Nieder mit dem Freibier. Und geschrieben hat es der Eberl Horst, das ist unser Musiklehrer, aber der kennt es ja auch aus dem Bier. Mal höher springen, sonst komme ich nicht beim Singen runter. Ich habe ja schon länger nicht mehr gespielt, aber das ist alles eingestellt. Und das letzte habe ich in die neue Bundesländer habe ich noch gespielt, weil die haben es mir nicht verstanden, aber aber ich habe mir meinen Solidaritätszuschlag wieder zurückgeholt. Ja, wenn wir schon kommen, dann sehen wir es einmal. Sie werden sich fragen, ist das so ein langes Vorspiel? Ja. Manchmal geh in eine Kneipe rein, dann sing ich ein paar Lieder. Die Leute, die haben ihren Spaß dabei, mir selber ist das auch nichts wieder. Ja, und wenn ich dann meine, jetzt habe ich genug gesungen und der letzte Ton ist dem Beifall verklungen, dann packe ich meine Sachen zusammen, dann möchte ich was zum Trinken haben. Da klopft mir wer auf die Schulter, sagt, du bist vielleicht ein Hund, schaut mir tief ins Gesicht, sieht meinen trockenen Mund. Hab Mitleid mit mir und sagt, komm, ich gebe ein Bier aus. Dann nehme ich an und sag, ja, von mir aus. Ich nehme auch noch ein zweites, das mir ein anderer offeriert und denkt, das ist ein feiner Zug, dass er es mir spendiert. Von hinten trifft ein Schlag mich und schon wieder ruft ein Herr, bring uns noch ein Weißbier für den Musiker. Es dauert gar nicht lang, doch auch dieses Glas ist leer. Kommt so eine fesch junge Frau zu mir her, gibt mir auf mein Hintern einen kleinen Klaps und lobt mich ein auf einen Stempelschnaps. Sie lächelt so frech, ja, da sag ich doch nicht nein. Kipp ihren Schnaps ganz froh in mich hinein. Er schmeckt vorzüglich, keiner braucht mich lang zu bitten. Eine Viertelstunde später habe ich schon den zweiten und den dritten. Ich denk mir, Sakrati, das ist eine Mischung, die heizt ein. Noch eine Runde höre ich einen Gönner schreien. Danke mir nicht mehr, will ich gerade noch sagen. Er sagte, du wirst also ein bisschen Schnapsal vertragen. Ich sag freilich, und er meint, ein Werner wäre nicht schlecht. Wunderbar, sag ich, so ein Werner ist mir recht. Ja, dann trinke ich meinen Werner zusammen und denke, jetzt gehe ich heim. Mit der Trinkerei soll man schließlich auch nicht übertreiben. Da fragt mich wieder einer, ob er mir was zahlen kann. Nein, sag ich, brauch's nicht, aber freilich, sagt der Mann. Er sagt, was hältst du denn von einem Glasl guten Wein? Natürlich nehme ich an, ich will ja nicht unhöflich sein. Er selber darf nichts trinken, weil er ist nicht richtig fit. Aber ich hab so toll gesungen, sagt er, trink ein Glasl für mich mit. Ich versuch was zu erklären, aber er versteht mich nicht recht. Ich sag ganz deutlich, es muss nicht sein, aber er hört scheinbar schlecht. Willst du noch ein Glasl, eins steht gerade noch da? So fragt er mich ganz freundschaftlich und ich sag ja. Ich hab zwar schon das dritte von diesen Glasl Wein, aber es sind ganz kleine Glasl, was sollten da schon groß sein? Er fragt mich dann, wer bist du denn, wo kommst du denn her? Ich sag aus Bleiskirchen, das beeindruckt ihn schwer. Damit ich mir erzähl, steht auch gleich ein Schnapsal da. Gut, dann sauf ich's aus, Prostati und Prostata. Ein weiteres Schnapsal nehme ich auch noch zwischendrein, weil auf einem Bein geht man schließlich nicht heim. Eine super Blondine spricht mich plötzlich an und fragt, willst du noch einen Averna haben? Ich hab den Mund gerade noch voll, krieg den Schnaps nicht ganz runter, aber sonst fühle ich mich wohl. Sie sagt, du singst ja tolle Lieder, wo hast du die denn her? Sag ich, mach ich alles selber, ist überhaupt nicht schwer. Angeregt unterhalte ich mich mit ihr. Wir prosten uns zu, sie trinkt mit mir. Plötzlich hätte ich mich fast angeschüttet, weil mich wieder wer zu einem frischen Weißbier bittet. Und er hat mir zu dem Zweck auf die Schulter geschlagen. Rülps, hör ich mich gerade noch sagen. Ja, und zu dieser kleinen Weißbierrunde
gehen wir noch an die Bar zur späten Stunde. Wir hängen Arm in Arm an der Theke vereint. Merci, du bist mein Freund. Mein Bier ist schon halb ausgetrunken und mein Kopf schon fast auf den Tresen gesunken. Da fällt mein Blick zufällig zur Tür. Ich stelle fest, ja, ganz wunderliches Zier. Ja, und nicht ein jeder wird verstehen, was ich zu dieser späten Stunde habe gesehen. Liegt's am Bier, liegt's am Schnaps oder liegt's gar am Wein? Bei jeder Tür kommt mein Spätzl Rudi herein. Ja, und beide Rudi haben einen starren Blick und sie wippen mit den Weißbiergläsern vor und zurück. Ich schüttel meinen Kopf, jetzt ist der Rudi wieder allein. Mensch, hat der einen Rausch, so psuffer möchte ich gar nicht sein. Sein Auge ist gerötet, vielleicht hat er geweint. Er sagt, hey, was ist das? Er spricht Russisch, wie mir scheint. Er nuschelt was von in der Nacht. In der Zwischenzeit haben sie mir noch ein frisches Weißbier gebracht. Dann unterhalten wir uns eine Stunde lang, sehr angenehm, über dieses und jenes Weltproblem. Ich frage ihn, so, her? Dann sage ich mir, selber nicht mehr. Ich kapiere bis heute nicht, wie sowas geht, dass man um diese Zeit so einwandfrei Russisch versteht. Kurze Zeit später denke ich, für heute ist genug. Zu wissen, wann man aufhören muss, gilt allgemein als klug. Aber leider sind die Tische und die Bänke verschoben, so ist mir die Grundlage des geraden Gehens entzogen. Irgendwann schreit noch, hey, Sir Williams Birn, hinten auf war doch nicht schlecht für so ein Musikerhirn. Ja, nachdem der Schnaps schon da steht, dann trinke ich halt aus, dann schwinge ich mich ganz locker zur Türe hinaus. Der Huber selbst schreit noch, ich kenne seine Stimme genau. Fredel, sauf dein Schnaps aus, der feige Sau. Du kannst mich mal, denke ich, nur knapp. Schließlich weiß ich selbst am besten, wann genug ich hab. Ich robbe zu meinem Auto, Mensch, ist das ein Graus. Nachdem ich nicht mehr gehen kann, fahre ich nach Haus. Daheim falle ich irgendwie ins Bett hinein, ja, und mitten unterm Karussell fahren schlafe ich ein. Und am nächsten Morgen wache ich auf, mein Gott, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe es mit dem Hammer dreimal niedergeschlagen. Ich will jetzt die Sache nicht mit Details übertreiben, weil der Geschmack in meinem Mund lässt sich sowieso nicht beschreiben. Ich versuche, meinen Körper in die Höhe zu bringen. Keine Chance, es will mir nicht gelingen. Ja, dann bleibe ich heute liegen und ich schwöre, in dieser Kneipe singe ich wirklich niemals mehr. Danke.